Herzlich willkommen zu Venya, ein Spiel von Luoriva Studio. Ist glaube ich ein japanisches Studio. Da war die Welt der Materie. Es soll ein bisschen an Ori erinnern, also ist ein 2D-Plattformer. Zusätzlich sollen auch noch Puzzle-Elemente dazugekommen. Ich bin gespannt. Ich habe den Trailer bei der Nindy Direct gesehen und fand es irgendwie doch recht interessant. Deshalb habe ich das Spiel mir jetzt einfach mal genommen und das können wir ja mal hier gucken, anspielen, vielleicht sogar durchspielen, mal schauen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Video. Yeah! Habe ich Hallo Eulenfreunde gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber mein Mikro, warte, ich muss das noch ein bisschen einstellen. Wenn ja, drücken Sie eine Taste. Drücken Sie irgendeine Taste. Och. Das ist unbequem hier im Bett gerade, Leute. Warte, ich habe meine Kissen noch nicht richtig positioniert. So, jetzt liege ich gut. Ja. Kennt ihr jemanden, der nur im Bett spielt und das dann noch aufnimmt? Nee, ne? Jetzt schon, ich. So, ich habe gestern nur kurz reingeguckt, wegen Sound und sowas. Deswegen machen wir direkt Neuanfang. Wenn sie ein neues Spiel starten, werden die bisherigen Rekord gelöscht. Wollen Sie ein neues Spiel starten? Bestimmen. Das ist eine seltsame Übersetzung. Ich liege noch nicht so perfekt, finde ich. Irgendwas stört mich, aber ich weiß gerade nicht was. So lag ich ja auch gerade bei Animal Crossing, oder nicht? Mann. Okay, was ist das denn? Ist das Lava? Das Lava? Okay, auf jeden Fall, die laufen weg. Was sind das denn? Die sehen aus wie Kokomons. Was sind wir denn da? Ist das ein Fuchs? Okay. Sie wurden angegriffen, oder was? Oh, die Lava. Die Flut kommt. Oh mein Gott. Und sie schützen sich da. Sie sind geschützt. Und wir müssen sie retten? L-Welt wechseln. Klappt nicht, okay. Hauptmenü klappt. A springen und bewegen. Okay, lasse ich die da jetzt allein oder was? Keine Ahnung. Was sind wir denn? Sind wir eine Katze? Ich kann auch nicht... Also man kann auch nicht näher ranzoomen. Ich habe keine Ahnung, was wir sind. A für springen. Hui. Okay, was ist das hier? Kann ich hier L drücken? Ja, kann ich. Okay. Ah, ich kann jetzt die ganze Zeit L drücken. Okay, verstehe. Ist das hier? Achso, der Baum. Ah, ich muss hierher. Okay. Ja, also es sieht sehr schön aus. Ist die Spinne dann weg? Nee, ist sie nicht. Die materielle Welt und die Energiewelt sind wie Yin und Yang. Und sie sind gegenseitig bekehrt und abhängig. Okay. Achso, hier ist dann so eine Plattform. Oh Gott. Oh, warte, ich hätte ganz gerne... Oh Gott, ich kann gar nicht A drücken. Okay, sorry. Ich dachte, ich könnte da im Sprung noch A drücken. Okay. Wir springen hier. Fast hätten wir es geschafft. Komm, das hole ich mir aber. Wie? Und... Springen wir hier rein. Und, ha, perfekt. Oh Gott, ich hätte nach links springen müssen. Okay, neuer Versuch. Und hier rein. Und dann nach links. Und dann so. Perfekt. Und jetzt wechseln. Oh, super. Was ist das denn? Ach, Schmetterlinge. Da waren Dornen. Okay. Ich kann mich noch nicht so entscheiden. Oh, hey, mein Doppelsprung gegen dich. Geht er hier nicht? Der geht hier nicht. Der geht nur hier. Nee. Hä? Hatte ich nicht vorhin einen Doppelsprung? Oder habe ich mir...
da hatte ich jetzt wieder einen Doppelsprung. Oder man fällt halt aus diesem Kreis da raus. Und dann so. Woran bin ich jetzt gestorben? Okay, da warten wir mal lieber. So. Da ist eine Spinne, ist sie auch da? Ja, da ist sie auch da. Ach, ich hab's geschafft. So, Spinnchen. Hier wieder L drücken. A halten. Achso, da vielleicht. A halten. Ich halte A und spring dann rüber. Okay, hier kommen irgendwo gefährliche Hindernisse. Hui! Oh, ich dachte, ich könnte vielleicht drauf springen. Toll. Naja, wieso soll ich denn da halten? Ich kann auch einfach so weitergehen. Oh, ich muss sagen, sieht schon sehr, sehr schön gezeichnet aus. Oh Gott. Jetzt aber. Ah! Glück gehabt. Was nützt es hier zu wechseln? Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir drüben. Hopp. X-Geschichte. Energie nährt alles. Und züchtet mittlerweile ihre eigenen Kinder. Also sind wir Energie. An der Kopplung der zwei Welten. Die von Menschen gegründeten Städte trennen die Verbindung zwischen zwei Welten und absorbieren gierig. Okay, das ist ja sehr, sehr traurig. Ich wollte L drücken, aber hier ist ja nichts. Ist es hier links? Ist da was? Nee, da ist eine Wand. Eine Wand. Hier auch, ne? Nee. Hat so komisch geleuchtet. Achso, ich hab irgendwas. Ah. Was ist das denn da jetzt? Oh Gott. Okay, nochmal, Leute. Ah, Hilfe! Was ist das denn? Hä? Kann ich sprinten? Ich überlege gerade. Oder, ach, vielleicht müsste ich da die Welt wechseln. Ah. Das hätte sein können. Hui. Oh mein Gott. Und dann darüber? Ja. Puh, Leute. Das habe ich geschafft. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Oh, hallo, ihr Kleinen da hinten. Die Katastrophe kommt endlich zu dieser Welt. Endlich? Oha. Die Elfen sind in Gefahr. Der Sohn der Energie kämpft, um die Elfen zu schützen. Aber er kann nicht alle die Elfen von der Katastrophe abbringen. Okay. Oh Gott. Ah. Oh. Da kam ich nicht mehr rüber. So, da komme ich auf jeden Fall noch rüber. Und hier komm ich nicht rüber. Okay, ich muss da diesen Doppelsprung irgendwie ausnutzen können. So, das heißt, wir müssen ein bisschen später abdrücken. Wir müssen da genau abdrücken. Oh, diese komischen Punkte, ne? Diese Zauns, die nerven ein wenig. Dimm. Ach, ich bin blöd. Ach Gott. Alter, was mache ich denn hier? So. Hä, Alter, ich drück zu früh A. Ah, das war eigentlich in Ordnung. Ja, ich hab's.
erhalten. Und jetzt? Achso, oh Gott, es geht weiter. Oh Gott, ich hab's geschafft. Okay, da oben ist was. Aber wie? Da leuchtet irgendwas im Baum. Ach, da ist eine Plattform. Okay. Okay, ich verstehe. Nee. Okay, ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie ich da dran komme. Aber hier bin ich dran gekommen. Egal, wir gehen erstmal weiter. Warte, hier können wir. Hui, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute. Ach, da war Wasser. Okay. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal da wieder das drauf klarkommen. So. Dann hier. Einmal wechseln. Warte, warte, ich will nochmal. Nee, hat nicht gereicht. Okay, da ist auf jeden Fall Wasser, aber Wasser tötet mich sofort. Oh, da konnte ich kein A mehr drücken. Oh, habe ich nicht ganz geschafft. Ach Mann. Dieses Spiel. Ich glaube, ich bin einfach zu schlecht dafür. Boah, meine Hände schwitzen richtig, ey. Das ist hier echt anstrengend. Aber für alle Leute, die Orion und sowas da gespielt haben, ja. Oh mein Gott. Ist das schwer. Nee, nee, nee. Schon wieder nicht. Ich muss. Ich habe den Punkt noch nicht gefunden, wo ich abspringen muss. Hier? Oh Gott, ich hab's. Hey, da ist so ein. Ach, da ist nur eine Plattform. Die habe ich nicht gesehen. X drücken. Oh, eine Schildkröte. Ich habe die gerettet. Ah, tschüss, Schildi. Ah, guck mal, bin ich nicht nett? Ja, bin ich. Wenn ja. Als sie nach der Katastrophengebiete nach dem Elfenhilfe angerufen hatten, Venja ist ein freier Elf. Er ist Sohn der zwei Welten. Achso, ich spiele das Ganze auf der Switch, ne? Wie man es vielleicht am Anfang gesehen hat. Es kam auch für die Xbox raus und für den PC. Aber ich spiele es für die Switchy, weil ich eine Switchy habe. Genau. Oh, da bin ich direkt gestorben. Nice. Und meine Nase juckt. Okay. Und dann im Fall. Nee, da unten ist doch nur Wasser. Unten ist doch nur Wasser. Also da hoch komme ich nicht. Oder ist da was? Ach, da ist ein Schalter gewesen. Und den habe ich nicht gesehen. Okay. Neue Fähigkeit. Doppelsprung. Jetzt habe ich ihn. Okay. Ja, cool. Jetzt habe ich ihn. Und hopp. Okay. So. Oh Gott. Okay. In der anderen Welt ist es nicht da. Das merke ich mir mal einfach. Oh mein Gott. Oh, hä? Ich dachte, ich hätte einen Doppelsprung. Verarsche? Ich glaube. Das ist ja aber Verarsche. Okay, ich hab's geschafft. So, hallo Hase. Ja, hallo. Was, ich soll da reingehen? Okay, dann gehe ich da mal rein. Mal gucken. Heißt das 32 Sekunden? Oh mein Gott.
Lauf. Lauf, kleines Ding. Oh, wow. Damit konnte ja keiner rechnen, dass da sowas rauskommt. Ja, gut, es sieht gut aus. Oh Gott. Ach, ich habe ja einen Doppelsprung. Oh Gott. Ah, Spinne, lass mich. Ach, Scheiße. Okay, okay. Ich schaff's nicht mehr. Okay. 40 Sekunden, versteckte Belohnung B. Okay. Schade. Schade Schokolade. Aber ich glaube, wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben 16 Minuten, das reicht, glaube ich, fürs Anspielen. Und vielleicht spielen wir es nächste Woche weiter. Rechts ist dann die Playlist von den Indies, die wir spielen. Ja, obwohl, einmal können wir das hier noch mal probieren mit den Hasen. Komm, so schwer ist das nicht. So schwer ist das nicht. Wir probieren es nochmal. 32 Sekunden. Okay. Hopp. So. Hier bin ich ja das erste Mal gestorben. So. Hier oben habe ich dann gedacht, kommt manchmal so. Oh, da bin ich daneben gesprungen. Ich raste aus. Okay. So. Nein. Scheiße. Oh, Scheiße. Das schaffen wir nicht mehr. Alter, wieso kriege ich das nicht hin? Ist da irgendwas? Nee, da ist nichts. Ach, jetzt. Ja, ja, ich weiß, noch ein paar Sekunden, aber ich krieg's hin. Oder, nee, ich krieg's nicht hin. Boah, ist das knapp. Das ist ja echt knapp hier. Oh mein Gott. Nee. Noch ein bisschen später losspringen. Da geht's dann rein. Da geht's runter. Hier. Oh Gott. Mann, ich vergesse immer, dass da das da ist. Diese komischen Stacheln da, ey. Nee. Habe ich nicht geschafft. Ach, also diese 2 Sekunden, die schaffe ich doch eh nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin. So. Machen wir mal so. Jetzt haben wir das da geschafft. Und. Ah, fast. Nein, ich wollte nichts anderes sagen, außer fast. Okay, Leute. Das war's mit Wenn ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne bewerten und wir sehen uns dann morgen wieder zu Animal Crossing. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.